Der Sweetchecker. Hallo, willkommen mein Sweetchecker und das ist heute der Lakritztag, der internationale, weltgroße, berühmte Lakritztag und ich werde euch was vorstellen, was ich vorher noch nie gegessen habe und ihr werdet kaum glauben, was es ist. Lakritz. Nein, es sind dreimal Lakritze. Und zwar das, das und das. Ich fange mal vorne an. Das kommt aus Dänemark. Ich kann das mal ganz einfach mal mein Deutsch vorlesen. Toms gut balle hexele. Oder so ähnlich. Es verspricht Milchschokolade mit, ich interpretiere, was hier steht, Milchschokolade mit Lakritzcreme. Das könnte wahrscheinlich Lakritzcreme sein mit Milchschokolade. Und das werden wir jetzt mal austesten. Wo das auf hier? So, also eine Milchschokolade ist ja schon mal nicht verkehrt. Und dass man Lakritz Stücke da reinpackt, haben wir ja schon mal schon öfter mal gehabt hier in der Sendung. Und jetzt soll da mal Lakritz-Creme drin sein. Das hört sich schon sehr geil an. Das ist ein Mitbringsel von Martina, die in Dänemark das hier erworben hat. Ich beiß mal rein. Nein, ich rieche erstmal dran, wie es sich gehört. Ich rieche von Lakritz noch nichts. Ein bisschen vielleicht. Und relativ süße Milchschokolade rieche ich hier. Ah. Oh. Vollgesaugt. Und tatsächlich, es gibt so eine Milchschokolade, wo so eine flüssige Karamell drin ist. Karamellcreme. Das ist quasi das Äquivalent dazu. Und es ist aber eine Lakritzcreme. Sehr geil. Geiler Stoff. Wer sagen kann, Lakritz mag, sollte vielleicht sich an diesem Lakritztag, dem internationalen Lakritztag 2016, einfach mal zu Hause verkriechen und nichts essen. Wer Lakritz mag, könnte sich wirklich mal diese Schokolade zu Gemüte führen, die ich ja schon hier vorne vollkommen zerstört habe. Warum ist das was Besonderes? Es ist einfach eine geile Geschmackskombination. Die Lakritzcreme füllt deinen Mund natürlich total. Lakritz ist natürlich sehr dominant. Die Schokolade hat so einen gewissen Unterton an Süße. Und es ist halt nicht wie die anderen Lakritzschokoladen, die ich kenne, wo so Stücke von Lakritz reingepackt worden sind. Hier ist wirklich die Creme im Mittelpunkt und das ist einfach wow, also geiler Stoff. So, ich habe mal das nächste wirklich auch so umhauen. Ich muss mal kurz einen Schluck Wasser nehmen. Das Zeug heißt Superflyers. Das kann ich selbst nicht lesen. Kommt auch aus Dänemark. Lakritz mit Milz Salmiak füllt. Also ich könnte das so übersetzen, dass also Lakritz trifft milde Salmiak-Füllung. So meine ganz sporadische, spontane, einfache, simple Übersetzung dieses Dings. Und was ist da raus? Was ist da drin? Keine Ahnung. Okay. Was ist denn das? So, da sind so 1, 2, 3, 4 Stangen drin, die man so rausnehmen kann. Huhu. Wow! Oh, wow! Das riecht ja geil. Kommt auch aus Dänemark, auch wieder von Martina. Vielen Dank dafür. Oh, das ist also, ich kann es gar nicht beschreiben. Also das ist ein ganz anderer Geschmack, was ich vorhin hatte. Das war so ein relativ scharfe Lakritz. Das riecht schon richtig mild. Also milde Lakritz. Und irgendwas anderes dazwischen. Vielleicht der Salmiak, keine Ahnung. Und ja, da sieht man jetzt auch schon hier, das hat so eine weiße Seele. Oh, eine weiße Seele. Guck mal, wie nett. Und draußen an sind so, ist Salz oder Zucker? So splitterartiges Kristalle. Kann es Salz sein? Nee, es scheint Zucker zu sein. Ja. Und der. Okay. Und.
mutig wie ich bin, beiß ich rein. Wie geil ist das? Was ist was? Sehr gut abgestimmt. Also wenn das jetzt irgendwie ein anderer Geschmackssauerstoff sein soll, es vermischt sich immer sehr stark mit der Außenhülle. Salmiak, Lakritz, sehr ähnlich. Und dieses, ich hätte jetzt gedacht, das innen drin wäre so gummiartig. Das ist eher pulverartig, würde ich behaupten. Ich vermute mal, ja genau, man kann es auch hier raus, kristallin rausdrehen. Und das kann man auch vielleicht für Koks halten oder so, keine Ahnung. Salmiak, wahrscheinlich so ein Zucker, der im Salmiak durchzogen worden ist. Und der Kombination mit diesen, also es ist knirscht auch so, deswegen wie so Zucker, zwischen den Zähnen wie Zucker. Und würde ich mal behaupten, will ich jetzt, dass es auch Zucker ist. Also jetzt einfach diese gummiartige Lakritz mit diesem Zuckerpulver. Ist wieder eine geile Kombination von Geschmack und Konsistenz. Superflyers! Sehr cooler Stoff. Auch das ist kein Kokain, keine Angst. So, ein bisschen Wasser wieder vielleicht nochmal. So, als nächstes kommt von Pfizer. Und Pfizer ist keine dänische Firma, sondern eine finnische. Mumins Paron Vanille Lakritz. Also irgendwie irgendwas Vanille mit Lakritz. Keine Ahnung. Also es ist so ein rundes Ding, wie gerade eben auch. Es ist auch relativ fest, wie ich behaupten würde. Und jetzt mache ich es mal auf. Dachte ich. Ich mache es mal auf. Mann! Ach, guck mal an, das will ich eh nicht. Flups. Also, hier kommt so ein Dödel. So ein ganz kleiner Dödel mit was Grünem drin. Ist das vielleicht irgendwie ein Hinweis auf einen Geschmack? Paron? Peron? Perynia? Keine Ahnung, was das sein soll. Auf jeden Fall klebt es wie Hölle an den Fingern. Und riecht auch gar nicht lakritzig. Es riecht sehr süß, vanillig sogar. Ja. Was ist das? Also, wer keine Lakritz mag, soll diese Produkte nicht nehmen. Wer keine Lakritz mag, kann das mal ausprobieren. Der schmeckt nämlich gar nicht nach Lakritz. Also kaum. Lakritz für Anfänger. Also, müssen wir gleich weg, ne? Brot wegtun. So, das waren jetzt drei Produkte. Jetzt tue ich das nicht wieder in die Kamera. Können nachher nochmal sehen. Lecker. Also ich muss nochmal was dazu sagen. Also ich kann nicht sagen, was es ist. Toll, ne? Also, bescheuert. Also, es ist lakritzig, aber dann auch wieder nicht. Es ist vanillig. Da ist noch ein anderer Geschmack dabei, den ich nicht definieren kann. Es ist, die Süße hat eine höhere Dominanz als das Lakritz. Deswegen würde ich auch schon mal sagen, das ist echt was für Leute, die noch nie Lakritze mochten und dann auch mal was ausprobieren möchten mit Lakritze. Das würde so gut passen. Aber ich weiß nicht, was das andere ist. Dieses Grüne, also das passt ja nun gar nicht. Ist das Waldmeister vielleicht? Ich kann es nicht definieren. Ich muss vielleicht mal die Packung nochmal lesen. Also es ergibt sich mir irgendwie nicht. Keine Ahnung. Ja, das ist der Kritztag 2016. Ich feiere den natürlich jetzt jedes Jahr schon, seit ein paar Jahren, also nicht jedes Jahr. Finde ich ganz tolle Institution, ganz tolle Idee, einfach mal das Lakritz hervorzuheben, zu frönen und zu bejubeln, dass es auch Lakritz gibt. Es ist auch einfach eine tolle Erfindung, dass es Lakritz gibt. Und ich danke nochmal dem Organisator von dem Lakritztag für dieses tolle Event und auch allen anderen, die mitmachen. Gratulation, dass ihr dabei seid. Super, dass ihr dabei seid. Und auch ihr, liebe Zuschauer, dass ihr Lakritz mögt, finde ich auch super. Und wenn ihr einfach noch mehr davon haben wollt, schreibt mir einfach unten in die Kommentare und ich antworte euch. Und ansonsten bis zum nächsten Mal. Dankeschön. Tschüss.